So, das ist die Lütsche Taube. Die habe ich vor 2 Tagen eingesammelt. Die hat schon länger hier einen Beinbruch. Und vor 2 Tagen habe ich sie abends in der Dämmerung bekommen. Habe sie mit nach Hause genommen, getaped, weil das ein glatter Bruch ist. Das heilt gut. Dann war sie 2 Tage bei uns zu Hause in Ruhe, dass sie mal runterfahren konnte, fressen und trinken. Und jetzt ist sie in dem kleinen Auffanggehege. Da kann sie ein bisschen rumdüsen und hat Platz, wo sie auch sitzen kann. Und auf dem Boden sind Körner, da kann sie rumpickern. Das ist angenehmer als in einer Box. Und der Fuß, ich denke mal, das heilt auch so ganz gut. Ja, und hier bleibt sie jetzt die nächsten, ich sag mal so ganz grob, 3 Wochen. Dann kommt Tape ab, also in 2, 2,5 Wochen kommt das Tape runter, damit sie den Fuß wieder anders belasten kann. Und in 3 Wochen kommt sie wieder raus. Aber dann ist sie ja auch schon mal draußen, ohne Menschenkontakt, außer jetzt, wenn ich Futter gebe. Und dann hat sie die anderen Tauben umzu, die sie hört. Und das ist für alle Beteiligten ist das angenehmer als zu Hause in einer kleinen Box, wo es dann doch etwas eng wird. Ich habe mich jedenfalls dafür entschieden. Ja, so, das war's. Und sie hat Sichtkontakt auf alle Fälle zu anderen Tauben und zu meinen Hühnern da drin. Okay, ich hoffe, man kann was sehen. Das war's von der Taube. Ich berichte, wenn sie gesund ist und abstartet.